Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier sind. Mir wurde gesagt, dass einige von Ihnen schon um 2 Uhr nachmittags Schlange gestanden haben. Wo sind Sie? Sie sind verrückt. Wunderbar verrückt. Ich freue mich riesig, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das macht mich demütig, wirklich demütig. Es geht nur um Jesus. Wissen Sie, als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem ritt, da riefen die Leute. Sie warfen ihm Palmenblätter und alles Mögliche zu Füßen und riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Und der Esel sollte lieber nicht denken, dass ihm das gilt, sondern Jesus. Amen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wahrheit ist auf der Seite der Gnade. Jesus schaute sich das damalige jüdische Volk an und sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Doch was ist mit diesem Vers gemeint, als Jesus den Juden sagte, sie würden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit würde sie frei machen? Vergessen Sie nicht, das jüdische Volk war damals durchdrungen vom Gesetz. Mit 5 kannten Kinder bereits die Tora auswendig. Und mit 10 lernten sie die mündlichen Überlieferungen. Das sind Leute, die das Gesetz kannten. Also war die Wahrheit, die sie frei machen würde, offensichtlich nicht das Gesetz. Das hatten sie bereits. Und trotzdem waren sie an destruktive Gewohnheiten und an Sünde gebunden. Sie waren niedergeschlagen und ängstlich. Und Jesus sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist also diese Wahrheit, die uns frei macht? Gnade ist die Wahrheit, die uns frei macht. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Das Gesetz fordert. Gnade versorgt. Mehr noch, schauen Sie her, was hier in Johannes 1, Vers 16 steht. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das Wort um hier ist im Griechischen anti. Gnade, anti-Gnade. Und lange Zeit verstand ich nicht, warum der Heilige Geist diesen Ausdruck Gnade, anti-Gnade für dieses Bild gewählt hat, Gnade aus seiner Fülle zu empfangen. Bis mir aufging, dass auch im Englischen, jetzt unterrichte ich hier noch Englisch, dass auch im Englischen anti nicht einfach gegen bedeutet, sondern auch anstelle von. Wie bei Antichrist, der Christus nachäfft und seinen Platz einnehmen möchte. Sprich, wenn uns die Gnade ausgeht, gibt es sofort einen Nachschub an Gnade, der den Platz der vorherigen Gnade einnehmen kann, sodass es eine Gnade nach der anderen ist. Am besten kann ich das mit diesem Video hier veranschaulichen. Schauen Sie her, das haben wir in Israel aufgenommen. Anfang dieses Jahres standen wir am See Genezareth. Schauen Sie sich die Wellen an. Das hier ist der See Genezareth. Ich stand da und der Herr sprach zu mir und sagte: Sohn, so ist die Versorgung meiner Gnade. In all den harten Stellen deines Lebens, in all den gebrochenen Stellen, in all den Rissen und Spalten deines Herzens, deines gebrochenen Herzens. Schauen Sie sich dieses Video an. Welle um Welle in all den gebrochenen Stellen Ihres Lebens. Auch wenn sie hart sind, Gottes Gnade macht weiter. Eine Gnade nach der anderen überspült sie. Eine neue Gnade ersetzt die vorherige Gnade. Immer und immer weiter, unablässig, unaufhörlich, ewig. Wir wollen mit dem beständigen Bewusstsein leben, dass wir mit Gottes Gnade versorgt werden. Gestern Nachmittag war ich auf meinem Hotelzimmer und verbrachte einfach Zeit mit dem Herrn. Und ich las die Geschichte über Bileam. Ich habe schon öfter über Bileam gepredigt, aber diesmal sagte Gott zu mir: Ist dir aufgefallen, dass ich aus der himmlischen Perspektive mein Volk nicht so sehe, wie ihr euch gegenseitig seht?
Wir sehen uns mit all unseren Fehlern, mit einem kritischen Auge, einem kritischen Geist. Wenn Gott uns anschaut, sieht er uns anders. Schauen wir uns mal 4. Mose 23 an. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Was gereut ihn nicht? Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Gott hebt den Segen, mit dem er sie gesegnet hat, nie auf. Sein Segen ist unwiderruflich. Wenden Sie sich Ihrem Sitznachbarn zu und sagen Sie, Ihr Segen ist unwiderruflich. Niemand kann das Volk verfluchen, das Gott gesegnet hat. Gott hebt den Segen nicht auf. Er ist kein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihn gereuen würde, sie zu segnen. Wenn er sie gesegnet hat, dann nimmt er das nicht wieder zurück. Der nächste Vers. Er schaut kein Unrecht. Und diese Worte kommen aus dem Mund eines professionellen Zauberers. Aber Gott legte seine Worte in seinen Mund, sodass er nur Segen über sein Volk aussprechen konnte. Und er sagt, dass Gott kein Unrecht in Jakob schaut und kein Unheil in Israel sieht. Wohlgemerkt, hier steht nicht, dass es kein Unrecht in Jakob gibt, sondern dass Gott es nicht sieht. Warum? Weil mitten in ihrem Lager etwas stand, und zwar ein Räucheraltar, ein Bild für das Kreuz. Und solange das Feuer der Opfer auf dem Altar brannte, sah Gott nicht die Sünde, sondern die Gerechtigkeit des Lammes. Amen. Sehen Sie, der Herr ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Die Sache ist jedoch, wenn man sich im Lager der Israeliten mal ein bisschen umschaut, trifft man da auf Tratsch und gegenseitige Beschimpfungen. Sogar über den Hohepriester Aaron wird hergezogen. Da findet man eine Menge Sünde. Und doch, wenn Gott sie anschaut, dann sieht er ihre Sünde nicht. Schauen Sie her. Das ist eine Darstellung aus der Vogelperspektive des israelitischen Lagers. Halten Sie kurz an. So waren die Israeliten um die Stiftshütte herum gelagert. Der östlichste Teil ist der hier unten. Das ist der Stamm mit den meisten Menschen, Juda. Deshalb ist das hier länger dargestellt als die anderen. Zusammen mit den anderen Seiten bildet das ein Kreuz. Das heißt, als der Zauberer Bileam das Volk verfluchen wollte, sah er das Kreuz. Und als er das Kreuz sieht, sagt Gott, dass er kein Unrecht in Jakob sieht. Okay, fliegen wir mal hier runter. Anschnallen. Los geht's. Also sehen Sie das nicht nur aus einer menschlichen Perspektive, denn von hier unten kann man nicht sehen, was Gott sieht. Im rein Natürlichen kann man so leicht die Perspektive verlieren. Viele Menschen sagen zwar, dass Gnade etwas Gutes ist. Niemand sagt, dass Gnade schlecht ist. Nein, sie sagen, Gnade ist wunderbar. Und es ist super, dass sie so von Gnade begeistert sind. Das ist ein guter Anfang, aber wir müssen tiefer gehen. Wir müssen an das tiefe Zeug. Und was ist das tiefe Zeug? Man muss lehren, was das Alte Testament über die Gebote zu sagen hat. Die Leute verstehen die Gebote Gottes nicht. Die Gebote, die sind richtig tief. Liebe und Gnade sind zwar wunderbar, aber Liebe und Gnade sind doch eher elementar. Interessanterweise heißt es in Galater, als Israel noch unmündig war, noch ein Säugling, noch ein Kind war, im Griechischen Nepios, nicht Phuios, volle Sohnschaft, sondern Nepios, unmündig. Da wurde es unter das Gesetz gestellt. Doch als Jesus kam, wurde es unter die Sohnschaft gestellt. Reife Sohnschaft. Und dann sagen Leute, das Gesetz sei tief und Gnade elementar, wo die Bibel doch sagt, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich will das noch weiter veranschaulichen. Erinnern Sie sich an Petrus?
Als Jesus auferstand, da fand eine geheime Begegnung zwischen ihm und Petrus statt, von der die Bibel nicht direkt berichtet. Das können Sie hier sehen, 1. Korinther 15, Vers 5. Dort steht, als er von den Toten auferstand, wurde er von Kephas gesehen. Das ist ein anderer Name für Petrus, ein chaldäischer Name. Er wurde von Kephas gesehen, danach von den Zwölfen. Wenn man jedoch den Bericht vom Auferstehungstag liest, dann sieht man, dass Jesus allen Zwölfen erschien. Oder den Elf, die noch übrig waren. Abends im Obergemach, richtig? Er musste Petrus also schon früher erschienen sein. Anders gesagt, es muss eine private Begegnung gegeben haben, die der Heilige Geist für uns verhüllt, in der der Herr Petrus wiederhergestellt hat. Sie wissen, wovon er Petrus wiederherstellen musste, oder? Petrus war der Typ, der gesagt hatte, Jesus, Herr, ich liebe dich, und selbst wenn sie alle dich verleugnen. Er war so dreist, das vor all den anderen Jüngern zu sagen. Selbst wenn sie alle dich verleugnen, ich, Petrus, werde dich nie verleugnen. Und Jesus sagt, Petrus, bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst du dreimal verleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Niemals, Herr! Er leugnete nicht nur, Jesus zu kennen, sondern er fluchte dabei auch noch. Okay? So. Also, Petrus von allen Jüngern. Sehen Sie, die Sache mit Petrus war, obwohl er Jesus verleugnet hatte, lungerte er noch lange genug herum, um zu sehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Nirgendwo in den Evangelien wird von dem privaten Treffen zwischen Jesus und Petrus berichtet. Aber es gab da eine Begegnung, bei der Jesus Petrus wiederherstellte. Und drei Wochen nach der Auferstehung, am dritten Sonntag, da waren sie fischen. Und Jesus kam ans Ufer des Sees Genezareth. Nebenbei gesagt ist das Video, das Sie eben gesehen haben, da ganz in der Nähe aufgenommen worden, wo sich das ereignete. Also, er war am Ufer des Sees und sie waren fischen und fingen nichts. Und die Bibel berichtet, dass Johannes der Erste war, der Jesus am Ufer erkannte. Aber was machte Petrus? Er sprang ins Wasser, um zu Jesus zu schwimmen. Offensichtlich war wieder alles klar. Sonst wäre er in die andere Richtung gesprungen. Vom Herrn weg. Hey Jungs, ihr kümmert euch um den Herrn, okay? Ich muss mal schnell weg. Man muss seine geheiligte Vorstellungskraft benutzen, wenn man die Bibel liest. Aber nein, er konnte nicht warten. Er konnte nicht warten, als er hörte, dass es der Herr war. Er sprang ihm entgegen. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. War es ein Bewusstsein seiner Heiligkeit, das Petrus dazu brachte, oder ein Bewusstsein seiner Liebe und Gnade? Also, was ist elementar? Ein Bewusstsein seiner Heiligkeit oder ein Bewusstsein seiner Gnade? Ist Gott heilig? Amen. Dreifach heilig. Gott ist ein heiliger Gott. Jesus ist heilig. Aber er ist nicht jemand, den Sünder nicht berühren können. Er ist heilig. Ist aber auch gleichzeitig unter ihnen. Wohingegen die Pharisäer Gott ins Allerheiligste sperren wollten. Es war also ein Bewusstsein der Liebe und Gnade Jesu, das Petrus dazu brachte, ins Wasser zu springen. Jesus ist immer heilig, aber Gott möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, dass er Liebe ist. Das ist der größere, der bessere Weg, um Gott zu gefallen. Jetzt hören Sie, 3,5 Jahre zuvor gab es eine der ersten Begegnungen, die Petrus mit Jesus hatte. Und natürlich war es Andreas, sein Bruder, der Petrus mit Jesus bekannt machte. Und während einer dieser ersten Male, als Jesus mit Predigen fertig war, stieg er in Petrus' Boot, richtig? Sie kennen die Geschichte. Petrus hatte sich die ganze Nacht lang abgemüht, ohne etwas zu fangen. Und der Herr sagte, fahren wir doch mal in tiefere Gewässer und werfen die Netze aus. Und Mann, was für ein Fang. Die Netze drohten zu zerreißen und das Boot zu sinken. So viele Fische fingen sie. Und sie mussten Hilfe herbeirufen. Das ist der Segen, mit dem sie rechnen können. Wenn sie Jesus mit im Boot haben. Aber jetzt passen Sie auf. Als Petrus das sah, fiel er auf dem Deck des Bootes auf die Knie und sagte, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. War es ein Bewusstsein seiner Liebe und Gnade oder seiner Heiligkeit? Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Sehen Sie, bevor er Jesus kannte, war er sich bewusst, dass er heilig ist. Nachdem er ihn kennengelernt hatte, war er sich seiner Liebe und Gnade bewusst. Das ist Reife. Das ist Reife.
In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und wessen Gerechtigkeit? Lange haben wir es so gelehrt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Sprich, es ist kein Geschenk. Man muss erst seine Gerechtigkeit erfüllen, bevor man das bekommt, was er verspricht, was im Zusammenhang hier materielle Dinge sind, wie Kleidung, was man isst, was man trägt. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das scheint weit weg, weil man sich nie sicher ist, ob man auch wirklich seine Gerechtigkeit erfüllt. Wenn man hingegen weiß, dass seine Gerechtigkeit ein Geschenk ist und das Reich Gottes, das wir als Geschenk bekommen, Frieden und Freude ist. Es ist fast so, als hätte Jesus mit einem Stift unterstrichen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und besonders nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dies alles, was ihr euch wünscht, hinzugefügt werden. Es geschieht durch den Gehorsam des einen. Wenn ich morgens aufstehe, dann muss ich meinen Glauben nicht einsetzen, um zu sagen, ich glaube, dass Gott mir ein Haus gibt. Ich glaube, dass Gott diese Gemeindegebäude bezahlt. Ich glaube, dass ich ein Auto bekomme. Ich glaube, dass sich meine Kinder Gott zuwenden. Ich glaube Gott. Nein, Gott sagt, setzt euren Glauben einfach dazu ein, zu glauben, dass ihr gerecht seid. Warum müssen wir unseren Glauben einsetzen, um das zu glauben? Weil wir uns jeden Tag anschauen und es rein menschlich gesehen gar nicht danach aussieht. Deswegen leben die Gerechten aus Glauben. Sagen Sie morgens beim Aufstehen, Herr, ich danke dir, dass du mich gerecht gemacht hast. Und all diese Dinge werden mir hinzugefügt werden. Hören Sie. Wissen Sie noch, als Sie ein Sünder waren? Ich weiß, das ist lange her. Aber wissen Sie noch, als Sie ein Sünder waren? Mussten Sie da lernen, wie man pleite geht? Mussten Sie lernen, wie man krank wird? In 7 Schritten zur Krankheit? Mussten Sie lernen, wie man verbittert und unversöhnlich sein kann? Nee, Leute, das kam ganz natürlich. Hey, das kam wie von selbst. Ich mag dein Gesicht nicht, ich hasse dich, Mann. Und schon die Kinder. Hast du die Süßigkeiten gegessen? Das ganze Gesicht verschmiert. Nein. Die denken da gar nicht drüber nach. Warum also meinen Sie, dass, nachdem man erstmal zur Gerechtigkeit Gottes gemacht worden ist, man lernen muss, wie man Frieden hat und das Richtige tut? Weiß man erstmal, dass man gerecht ist, dann kommen all diese Dinge ganz natürlich. Und dazu muss man sich dieser Gerechtigkeit bewusst sein. Was machen wir damit jetzt, Leute? Was ich in der Welt momentan sehe und in Amerika, ist, dass es eine Revolution der Gnade gibt. Und ich schließe mit Jeremia 23, das ist die letzte Bibelstelle heute. Ich möchte Ihnen zeigen, was für unglaubliche Auswirkungen das hat und was die Offenbarung hier ist und wann das passiert. Okay? Alles in Jeremia 23. Da sagt Gott, und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Ich sehe einige Hirten heute, vor denen ich den Hut ziehe. Pastor Dave DeMola. Ich sehe Pastor Creflo Dollar. Und mit Sicherheit gibt es viele andere Pastoren. Nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt, die Teil dieser Erfüllung sind. Gott sagt, ich werde Hirten über mein Volk setzen. Denn die Verse davor handeln davon, dass das Volk verstreut wird. Und Gott sagt, ich werde Hirten über mein Volk setzen, die sie weiden, nicht vertreiben. Und 3 Dinge werden passieren. 3 Dinge werden passieren. Die Leute werden sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken müssen. Auch wird ihnen nichts fehlen, heißt es im Englischen. Warten Sie. Es ist fast so, als wenn Gott uns so einen Leckerbissen vorhält und sagt, willst du, dass deine Leute das alles erleben? Dann lies weiter. Womit werden diese Hirten das Volk weiden? Im darauffolgenden Vers steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Hier spricht er von Jesus, dem Messias. Hier, der nächste Vers, Vers 6. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Jehova Tzidkenu. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern der Herr. Er macht uns gerecht. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit.
Im Zusammenhang hier ist es das, woran sich unsere Leute jede Woche weiden können. Wenn sie das hören, fühlen sie sich immer weniger entmutigt, bis ihnen irgendwann nichts mehr fehlt. Das ist der Zusammenhang hier, Leute. Ich predige gern im Zusammenhang. Eine Sache über Gnade ist, dass man alles im Zusammenhang lässt. Und wann passiert das? Sind Sie bereit? Halten Sie sich fest. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Wollen Sie sehen, wann das passiert? Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten durch Charlton Heston heraufgeführt hat. Sondern, so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Das bezieht sich auf unsere Zeit. Und sie sollen wohnen in ihrem Land. Wissen Sie, Israel kommt aus Russland zurück. Und wenn man von Jerusalem eine gerade Linie nach oben zieht, dann trifft man Moskau. Sie kommen aus dem Land des Nordens zurück und aus allen Ländern. Das ist keine alttestamentliche Erfüllung. Im Alten Testament wurden sie nur nach Babylon verschleppt. Aber hier kommen sie aus allen Ländern, auch aus Singapur. Und Gott sagt, wenn das jüdische Volk anfängt, nach Israel zurückzukehren, wenn sie anfangen, von Russland zurückzukehren, das sind die Tage, in denen ich die Offenbarung bringe, dass der Herr unsere Gerechtigkeit ist. Und ich werde Hirten bringen, die das Volk weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken, und ihnen wird nichts mehr fehlen. Sie sind Teil dieser Erfüllung. An ihnen erfüllt sich diese Prophetie. Ich sehe, wie Gottes Traum erfüllt wird. Jeremia macht Freudensprünge. Dies ist die Generation. Dies sind die Hirten. Die Zeit ist vorbei, wo Hirten all die Schafe ansehen und denken, all diese Schafe, da habe ich aber eine Menge Wolle für mich. All diese Schafe, da habe ich eine Menge Fleisch für mich. Die Zeit ist vorbei. Sie werden wie Jesus sein. Als er aus dem Boot stieg und die Menschenmenge sah, da hatte er Mitleid. Warum? Weil sie wie zerstreute Schafe waren. Nicht, weil sie schlecht waren. Nicht, weil sie selbstsüchtig waren. Sondern, weil sie keinen Hirten hatten. Jesus sah sie als Schafe ohne Hirten. Und Gott beruft Pastoren. Einige von ihnen sind berufen, Pastoren zu sein. Und ich sehe das auf der ganzen Welt, nicht nur in der New Creation Church, sondern überall auf der Welt. Wir stehen mitten in einer Revolution der Gnade. Und Gemeinde, und alles, weil vor 2000 Jahren jemand ganz alleine am Kreuz hing und das Feuer von Gottes Gericht auf ihn fiel und er zu einer Art Gerichtsmagnet wurde. Doch es waren nicht seine Sünden, für die er litt, sondern meine und ihre Sünden. Petrus, ein Mann der Tat, schrieb in seinem Brief, dass Christus keine Sünde getan hat. Er hat keine Sünde getan. Paulus, ein Mann des Verstandes, des Intellekts, sagte, dass Christus keine Sünde kannte. Johannes, ein Mann des Herzens, der Liebe, sagte, in ihm ist keine Sünde. Pontius Pilatus, ein Mann der Welt, der sich nicht um Gott scherte, sagte, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Judas, der ihn verriet, sagte, ich habe unschuldiges Blut verraten. Pilatus' Frau hatte einen Traum und sagte zu Pilatus, tu diesem gerechten Mann nichts an. Als er am Kreuz starb, nahm der Centurio seinen Helm ab und sagte, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde. Und doch wurde er am Kreuz zum Gerichtsmagnet, der das ganze Gericht Gottes auf sich zog, den Fluch Gottes. Warum? Weil er meinen Platz einnahm. Weil er ihren Platz einnahm, damit sie und ich seinen Platz der Gerechtigkeit, der Gnade und Gunst bei Gott einnehmen können. Jesus wurde nicht zur Sünde, indem er sündigte. Und genauso wenig werde ich gerecht, indem ich gerecht handle.
Jesus wurde zur Sünde, indem er meine Sünde empfing. Und ich werde gerecht, indem ich seine Gerechtigkeit empfange. Als er am Kreuz war, behandelte Gott ihn wie den schlimmsten Sünder der Welt. Genauso behandelt Gott Sie und mich heute, als wären wir das Beste in New Jersey, das Beste in New York. Und manchmal verwirrt uns das, weil unser Verhalten nicht immer so hundertprozentig ist. Aber Gott segnet uns trotzdem noch, weil es alles von Jesus abhängt. Wissen Sie, im Alten Testament, als das Feuer vom Himmel fiel und das Opfer verzehrte, Elia hatte einen Altar mit 12 Steinen und dann goss er noch Wasser darauf, damit es noch schwieriger für Gott war. Er legte ein Lamm darauf. Und dann steht in der Bibel, dass ein Feuer vom Himmel fiel und das Opfer verzehrte. Und auch alle 12 Steine verzehrte. Sie verschwanden alle, weil im Alten Testament das Gericht größer war als das Opfer. Aber im Neuen Testament, als Jesus am Kreuz hing und das Feuer des Gerichts Gottes auf ihn fiel, da nahm er es alles für Sie und mich in sich auf und er verzehrte den Zorn Gottes. Jetzt hat Gott keinen Zorn mehr für Sie und mich übrig. Er hat das ganze Gericht in seinem Körper verzehrt und er rief aus, es ist vollbracht. Und wissen Sie was? Hören Sie, er blieb noch, um zu sagen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Da sehen wir ein Opfer, das größer ist als das Gericht. Kommen Sie, Gemeinde!